Ein Grundwert der EU ist die Rechtsstaatlichkeit. Für die Rechtsordnung der EU und vor allem für den Dialog zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof ist deshalb eine unabhängige Justiz unerlässlich. Die Organisation der Justiz ist zwar Sache jedes einzelnen Landes. Der effektive gerichtliche Schutz der durch die EU gewährten Rechte darf aber nicht untergraben werden. In den letzten Jahren wurden Fälle vor den Gerichtshof gebracht, in denen es darum ging, ob Maßnahmen nationaler Regierungen die Unabhängigkeit der Justiz beeinträchtigen. Der Gerichtshof hat zum Beispiel geklärt, dass es gegen das unionsrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung verstößt, wenn das Pensionsalter für Richter plötzlich herabgesetzt wird, um einzelne Richter austauschen zu können. Auch eine Stelle, die die Beschwerden von zwangspensionierten Richtern behandeln soll oder die Disziplinarstrafen gegen Richter verhängen kann, muss selbst unabhängig sein. Frei von jedem direkten oder indirekten Einfluss seitens des Gesetzgebers oder der Regierung. Um sicherzustellen, dass die Rechtsstaatlichkeit in diesen und anderen Aspekten gewahrt wird, hat der Gerichtshof 2022 bestätigt, dass die EU Zahlungen aus dem Unionshaushalt an ein Land, das Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit verletzt, aussetzen kann. Mit diesen und anderen Entscheidungen stellt der Gerichtshof sicher, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten auch weiterhin für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, der demokratischen Prinzipien und der Grundrechte einsetzen. Werte, die von allen Europäern geteilt und geschätzt werden.